Hallo und herzlich willkommen zum Breaking Heads Podcast. Ich bin der Fred und ich bringe euch eine weitere Folge New 40K in 60 Minutes. Wir schauen uns heute die Chaos Space Marines an. Die haben ihren neuen Codex bekommen. Die haben auch einige Balance Status Late Updates bekommen, beziehungsweise ein fettes. Und wir wollen jetzt mal schauen, wo sind denn die Chaos Space Marines? Wie spielt man sie in der neuen Paria Nexus Season? Und im aufkommenden Meta. Und dafür habe ich niemand Geringeren am Start als den Malte, unseren Chaos Space Marine Experten bei den Breaking Heads und natürlich auch Coach bei den Breaking Heads. Hallo Malte, schön, dass du bei mir bist. Ja, ich bin gespannt, was wir hier in 60 Minuten für die Leute rausarbeiten können. Leute, das ist eine Einführung, die euch einen Überblick geben soll, was man mit Chaos Space Marines jetzt gerade anstellen kann, was Malte den Leuten gerade empfehlen würde zu spielen, und das soll sozusagen Leuten helfen, die Bock haben, Chaos Space Marines zu spielen oder auch dagegen spielen werden müssen, und das werden sicher auch nicht wenige sein, weil ich glaube, die werden relativ präsent im Meta sein. Genau, und wir fangen direkt mit der ersten Frage an, Malte. Damit wir auch hier die 60 Minuten nicht überziehen. Wie spielen sich denn die Chaos Space Marines jetzt mit dem neuen Codex? Also ich glaube, das Erste, was mir dabei einfällt, ist unglaublich lustig. Schon das Innensystem-Attachment hat sehr viel Spaß gemacht und auch fast alle Fraktionen, fast alle Detachments, besser gesagt, des neuen Codex, spielen sich tatsächlich einfach irrsinnig lustig. Diese Kombination aus explodierenden Sechsen und oder Lethal-Hits, die man haben kann, Nahkampftricks, unglaublich coole neue Detachments bekommen. Spielt sich gut, man spielt ein schönes, aggressives Spiel, kann richtig viel Schaden beim Gegner machen und man hat immer noch so Marine-Körper am Ende, bei den meisten Sachen. Stirbt ihr deswegen relativ schnell, aber der Schaden ist halt immer super gut. Also letztendlich ist CSM so eine Liste, die halt sagt, alles klar, ich kann guten Nahkampfschaden machen, ich kann guten Fernkampfschaden machen, wenn ich möchte, aber in der Verteidigung bin ich nicht so stark. Ey, ist das jetzt gerade nur auf das die Detachments, die du empfehlen würdest? Nö, es gibt keinen. Sie haben versucht, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der einzige Fehlschlag des gesamten Codex. Sie haben versucht, ein defensives Detachment zu schreiben mit dem Fellhammer-Detachment, das -1 zu Wund hat gegen Fernkampfattacken mit einer höheren Stärke als der eigenen Toughness, wo du 5 auf Hino Pain bekommen kannst, wo du coole Dinge machen kannst, um dich defensiv zu stärken. Aber das alles ist erstens nur im Fernkampf und zweitens reicht es auch gegen den aktuellen Beschuss nicht, wenn du im Offenen stehst, um dich irgendwie am Leben zu halten. Dafür sind die Armeen dann doch zu tödlich. Und dann haben sie am Ende auch keine, bräuchte man im Prinzip noch irgendwie so einen dritten Defensivbuff, damit man so eine Einheit Terminatoren im Offenen trotzdem stehen bleibt. Aber nur der 5er Phenoplane mit dem -1 zu Wund gegen die höhere Stärke reicht nicht. Da bräuchte man dann vielleicht noch Armor of Contempt oder ähnliches. Und die Defensivbuff, die es durchaus gibt im gesamten Chaos Space Marines Codex, wurden nicht großzügig, sondern wenig großzügig an nur 2 Detachments verteilt. Okay, also Chaos Space Marines sind gut darin, den Gegner zu töten, die gegnerische Armee zu töten. Welche Detachments würdest du dann da empfehlen und wie sehen dann so die Konzepte aus, die man damit spielt? Also ich würde grundsätzlich zu einem der Armor of Contempt Detachments raten. Das deutlich beliebtere aktuell ist Renegade Raiders. Das zweite ist Veterans of the Long War. Veterans of the Long War bringt nochmal ein Oath quasi für Chaos Space Marines mit. Also die Chaos Space Marines können eine deklarieren und haben komplette Hit Rules dagegen. Behalten natürlich trotzdem ihre Sustained Sechsen und Lethal Sechsen, wenn sie möchten. Also machen im Prinzip noch mehr Schaden und zuverlässigen Schaden. Das Renegade Raiders Detachment gibt dafür aber Assault auf allen Waffen und sorgt dafür, dass man plus 1 AP bekommt, wenn man gegen Gegner auf Markern kämpft und oder auf die schießt. Und tatsächlich passiert das ganz häufig in diesem Spiel, dass Gegner sich nach Marker stellen. Ja, wenn man plötzlich von einem Predator mit, was sind das, Autokanonen mit AP3 beschossen wird, da denkt man nochmal, ach so, warte, wie war das jetzt nochmal mit deiner Regel? Das ist dann schon doch genau. Einiges. Genau, Predator, der in dem Beispiel dann normalerweise hat seine Autokanone AP1, jetzt ist der Raider, der Gegner steht auf dem Marker AP2
Und das Infanterie ist dann in dem Beispiel AP3. Aber ja, das sind dann 6 Schuss mit Schaden Flat 3 und auf einem immer noch 140 Punkte Panzer. Das ist schon sehr, sehr, sehr. Erzähl uns noch ein bisschen über das erste Detachment, was du genannt hast. Das mit, wie heißt das? Ich nenne das das Abaddon-Detachment, aber das ist gar nicht das Abaddon-Detachment. Das Veterans of the Longbow Veterans ist, of ja, the es ist Longbow, eher das genau. Gegenteil des Abaddon-Detachments. Aber dann gibt ja eine hübsche 6er-Hit-Aura. Und 6er sechs Rerolls, Hits, ne? genau. 6er darf Und man nicht genau machen, die bevor brauchen man wir hier Rerollt. tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Also die kann man vielleicht trotzdem benutzen, tatsächlich am Ende. Aber ich würde Abaddon aktuell nicht ohne Wundrolls spielen. Das heißt, Abaddon für mich kein Pick für Raiders oder Veterans. Aber das Veterans Detachment sagt halt einfach, hat halt den Oath. Das ist wichtig. Hat defensiv sehr gut Armor of Content. Und das sind eigentlich schon die Sachen, die wir nur haben möchten. Also das sind wirklich die einzigen Gründe, das Veterans Detachment zu spielen. Das Problem am Veterans Detachment ist, man hat zwar coole Sachen, die sagen, okay, wenn du dein Focus of Hatred Ziel, also dein Oath Ziel, ich sag jetzt, dein Hatred Ziel zerstört hast ab jetzt, dann kannst du es nochmal wechseln für ein Stratagem. So, also zerstörst das erste, spielst ein Stratagem, geil, richtig gut. Problem an der Sache, es kostet 2 CP. Gut, das hat sich jetzt ein bisschen erübrigt, ne? Wir haben ja die neue Regel für Paria Nexus, wir können Stratagems wieder günstiger machen, die auch nicht mehr Battletech sind, das heißt, kostet nur noch 1 CP, aber dann kommen die ganzen Einschränkungen dazu. Dann brauchst du eine Sichtlinie zu dem Ziel und dann muss es innerhalb von 12 Zoll sein und dann muss es auch noch innerhalb von 12 Zoll zu einem Charakter sein. Und das sind Situationen, die halt nie eintreten. Wann siehst du den Gegner innerhalb von 12 Zoll und willst ihn dann zerstören? Also das gibt es eigentlich fast nie. Also relativ schwierig, deiner Meinung nach die Stratagems anzubringen und dann möglichst viele aus denen auch rauszuholen. Ja, genau. Trotzdem interessante Sachen dabei, ne? Ich sehe hier gerade, man kann Fight First kriegen, man kann sich wegbewegen vom Gegner. Ja, das sind doch auch Tricksereien, die gar nicht schlecht sind, aber wahrscheinlich auch wieder nicht so einfach anzubringen, denn man kann mich Fight First nur gegen das Focus of Hatred Ziel. Und genau da sind wir wieder. Du, dadurch, dass du es nur gegen das Hatred-Ziel anbringen kannst, ist es halt so ein bisschen, ja, also es wäre trotzdem gut, auch nur gegen das Hatred-Ziel, wenn man eine Möglichkeit hätte, das Hatred-Ziel zu wechseln, nachdem man es zerstört hat. Und zu sagen, okay, die Armee, die da hinten im Transporter des Gegners sitzt, die ist jetzt mein Hatred-Ziel. Wenn die versucht, mich durch die Mauer anzugreifen, dann stehe ich hier mit Fight First auf dem Marker, soll er doch kommen. Aber das kann man halt nicht. Denn es ist Sichtbarkeit und 12 Zoll. Es gibt einfach die Situation, in denen diese Kombination möglich wäre, die gibt es halt einfach nicht. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, man spielt Veterans ohne Hatred. Man zerstört Einheiten in seinem Zug. Er benutzt dafür nicht das Hatred-Ziel und benutzt Hatred defensiv. Das heißt, man setzt es auf die Countercharge-Einheit des Gegners und sagt, okay, dann spiele ich halt, man spielt halt, also man spielt natürlich nicht ohne seinen Fraktionsboni, aber man spielt schon ein kleines bisschen ohne seinen Fraktionsboni. Ist aber, ist aus meiner Sicht tatsächlich aber eine Möglichkeit, wir kennen es ja auch von mehreren Space Marine Spielern, also wo das Oath-Ziel ganz häufig dann, ja, im Prinzip eigentlich defensiv eingesetzt wird. Overwatch, ne, zum Beispiel. Ja, für Overwatch zum Ja, Beispiel. Und tatsächlich ist natürlich, also wer länger schon irgendwie oder diesen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich ein großer Fan bin vom CSM Overwatch mit Hit Rerolls. ja, mit explodierenden Sechsen, wo dann jede Sechs doppelt trifft, das und dann mit einem Vindicator richtig wehtun kann, ja. Okay, also ich sag mal, Vindicator oder ja. ein bisschen schwieriger anzuwenden, Veterans of the Long War. Renegade Raiders ist auch, also von meiner Wahrnehmung, in aller Munde und macht nicht nur die ganze Armee schneller und immer wenn der Gegner auf dem Marker ist, macht man nochmal mehr Schaden, sonst gibt es auch einen Haufen Stratagems. Ich würde gar nicht so in die Details gehen, sondern erstmal so, was ist denn deiner Meinung, was macht denn das aus, dass man die Stratagems von den Renegade Raiders hat? Wie ändert sich, wie baut man darauf das Spiel aus oder was macht das mit dem Spiel dann?
Also Renegade Raiders ist deswegen einfach gut, weil du höhere Mobilität auf Beschuss ist immer super gut. Das heißt, dadurch, dass alle die Panzer der CSM sind so mittelschnell. Um nicht zu sagen, sind für Panzerverhältnisse eigentlich relativ langsam, 9 oder 10 Zoll auf dem Vernichter oder dem Predator. Und Vorschwimmen ist sogar noch langsamer. Das heißt, einfach dadurch, dass man diesen W6 dazu gewinnt, hat man hat keinen Auto-Advance oder sonst irgendwas, aber man hat einfach die Möglichkeit, deutlich schneller nochmal ins Mittelfeld zu kommen, im ersten Zug nochmal um die Ecke rumgucken zu können. Der Gegner muss das tatsächlich auch respektieren. Das heißt, wenn er die Bedrohungsreichweite abmisst, dieses Beschusses, muss er schauen, du könntest aber ja so und so weit kommen. Das heißt, ich muss mich hier defensiv aufstellen. Das heißt, Renegade Raiders gewinnen oder muss halt was riskieren, das halt auch immer ein Vorteil für einen ist. Das heißt, Renegade Raiders gewinnen schon mal ein bisschen den Tisch. Gewinnen ein bisschen mehr Bordpräsenz, haben immer noch den sehr, sehr guten CSM-Beschuss mit dem schnellen Beschuss dazu. Und auch das wieder super relevant, sie haben Armor of Content. Also genau wie Veterans, 1 CP, und natürlich der Reaktionswurf, Entschuldigung, das wollte ich bei Veterans gerade noch sagen, der Reaktionswurf ist natürlich sehr gut. Also das auch ganz kurz, um Veterans abzuschließen. Und bei Raiders hast du noch dazu einfach Armor of Content, bist damit super stabil, mit deinen Zweierrüster, mit deinem Vindicator, mit deinen Chosen, was auch immer. Also es sorgt alles dafür, dass alles bei dir deutlich stabiler ist, hast trotzdem den sehr guten CSM-Schaden und hast auch noch gute Movement-Tricks. Oder hast zumindest solide Movement-Tricks. Das ist ein Strategy, mit dem du effektiv am Ende der Fight-Phase dich noch einmal bewegen darfst, wenn du willst. Ich liebe es, wie die Verräter immer so leicht bescheiden sind. Ach ja, wir haben ja gar nicht so krasse Dinge. Nein, ich habe gerade daran gedacht. Nein, 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 ich habe gerade in meinem Kopf über die zwei Mobilitäts-Strategies der Raiders nachgedacht. Und das Ja. eine ist ein sehr, sehr gutes. Ja. Ne, die Möglichkeit, am Ende der Nahkampfphase nochmal einen Normal Move zu machen von 6 Zoll oder wenn man im Nahkampf ist, sogar einen Fallback Move zu machen, der potenziell weitergeht als der Normal Move von 6 Zoll. Das ist halt super, super stark, gibt dir richtig coole Sachen, sorgt dafür, dass du effektiv einen Fallback hast im Zug des Gegners, was unglaublich, unglaublich stark ist, weil es ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet. Weil es auch am Ende der Nahkampfphase ist und nicht am Ende deiner Nahkampfphase, Genau. sondern auch der gegnerischen Nahkampfphase. Richtig, zum Beispiel, du fällst zurück. Nehmen wir mal an, du hast noch 2 Lebenspunkte oder so auf deinem Rand. Du musst keinen Desperate Skeptis machen, denn du bist ja noch nicht weiter schockt. Also das ist so der kleinste aller möglichen Sachen, die du machen kannst. Du kannst fröhlich über Gegner rüberfahren, wenn sie dich taggen. Das hat schon mehrfach jetzt sehr gut funktioniert. Und dann machst du den Desperate Escape Test, aber es ist, selbst wenn du ihn verhaust mit dem Rhino und dann rausportest, ist nicht so schlimm, weil das ja noch die Runde des Gegners ist und dann in deiner Runde Genau. bist du wieder komplett frei agierbar. Das heißt, du kannst es, also Richtig. kannst es defensiv nutzen, um wieder zurückzukommen, um wieder in deinen Rhino einzusteigen oder auch offensiv, um über den Gegner rüberzufahren und plötzlich viel weiter zu kommen, als der Gegner das hätte planen können. Oder einfach diese Kombination mit Warp Talents im Nahkampf zu sein, und dann immer sagen zu können, oh, ich falle zurück. Das heißt, du hast dich 12 Zoll be bewegt mit deinen Warp Talents, hast vielleicht noch etwas und Charge angemacht, irgendwas gecharged und hast dann nochmal 12 Zoll einen Fallback-Move gemacht. Das ist natürlich eine unglaubliche Reichweite. Also wenn du Ra also Raiders haben, was das angeht, wenn sie es möchten, können sie zu Eldari werden. Und einfach sagen, alles klar, Capture Enemy Outpost, oh, du hast nur 6 OC, 7 OC, wie viel auch immer auf deinem gegnerisch auf deinem Heimmarker stehen, dann ist es jetzt mein Heimmarker. Achtung, Malte, Nexus, du hast weiter letzte Woche noch Oh, Entschuldigung, ich bin noch im Paria. Ich bin noch Weiße im Paria. gespielt. Ja. Wir haben kein Capture mehr, richtig. Capture Enemy Outpost gibt es in Nexus nicht mehr, aber Ich nichtsdestotrotz hab. macht es natürlich Spaß, den gegnerischen Homemarker zu klauen und wird tatsächlich auch in Nexus weiterhin belohnt. Also Ja. lohnt sich immer noch. Okay. Ja, und Also. es gibt auch noch Synergien, ne? Also wenn du dann wieder in das Rhino zum Beispiel einsteigst, hast du danach in der nächsten Runde auch wieder die Möglichkeit mit dem, also gibt ein Strategy, das sagt, wenn du aus dem Transporter ausgestiegen bist, dann hast du, wenn du dann ein Ziel auf dem Marker attackierst, komplett Trefferwürfe wiederholen und komplett Verwundungswürfe wiederholen, was natürlich auch wieder ja quasi sozusagen so stark ist, wie man das halt von früher kannte, als die das Undivided Strategy immer alles wiederholen hat lassen. Ja, genau. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, das ist schon wirklich super situativ. Na, aus dem Marker, aus dem Transporter rauszukommen, und dann wirklich noch eine Einheit des Gegners zu finden,
die man auf eine Marke angreift und da auch wirklich Hit- und Wund-Rerolls zu brauchen. Das findet man so häufig gar nicht mehr in der Meta, die ich aktuell gespielt habe. Okay. Verstehe ich das richtig, dass Renegade Raider also im Prinzip vom Konzept her dem Gegner weniger Platz gibt, wo er sich verstecken kann? Es ist das schnellere Detachment, ist das Detachment, was schneller zum Gegner hinkommt und eventuell auch sozusagen, wenn man es richtig mit den Bewegungen und dem Rhino, wie das steht, hinkriegt, auch wieder quasi besser wieder wegkommt und quasi so ein nicht interaktives Spiel mit dem Gegner treiben kann? Nee, tatsächlich nicht. Ja. Renegade Raiders haben ein heftiges CP-Problem. Die gibt es jetzt im Allgemeinen. Jetzt ein paar Nexus ein CP-Problem haben. Sie haben keine Möglichkeit, irgendwie CP zu generieren. Oder die Möglichkeiten, die sie haben, CP zu generieren, sind sau schlecht. Und das sorgt einfach dafür, dass Renegade Raiders nie die CP haben, um tatsächlich das, was man sich so ein bisschen vorgestellt hat, man geht raus, man tötet was, geht zurück ins Rhino, geht wieder raus, hat volle Hit-Wound-Reloads etc., kann man nicht machen. Es ist selbst super schwer, mit Renegade Raiders mal irgendwann zwischendurch Advance und Charge anzumachen, da es sich um die schlechte Variante des Advance und Charge handelt zum Beispiel. Also du würfelst einfach ein W6, aber du bezahlst den CP vorher. Mhm. Das heißt, du brauchst potenziell noch einen Reroll, damit sich das Ganze lohnt. Das heißt, effektiv musst du 2 CP dafür für Advance und Charge mit Renegade Raiders zurückbehalten, die du einfach nicht hast. Da du ja defensiv auch Armor of Content benutzen willst oder ganz, ganz vielen Situationen Armor of Content benutzen musst. Also sozusagen, du würdest sagen, ein bisschen weniger enthusiastisch auf die Stratagems schauen, weil man am Ende die gar nicht so viel benutzen kann. Richtig, ganz genau. Was aber völlig egal ist, die Stärke von Renegade Raiders liegt im Detachment Boni. Die liegt in dem Assault, die liegt in dem Plus 1 AP und auch bei der Spielweise, was man sich am Anfang vielleicht dachte, oh, das ist ein bisschen indirekter und so weiter, so Hit and Run. Nein, Raiders ist tatsächlich mehr ins Gesicht als viele der anderen Detachments. Spannend, ja. Ich meine, du hast ja auch Advance und Charge, das ist zwar nicht verlässlich, aber du gehst Risiken ein, weil du nirgends, also du musst, du, wenn du gut würfelst mit deinem Predator, dann sieht er auch hinter die Ruine, wo ich mich eigentlich verstecken wollte, wo ich gesagt habe, ach, der würfelt schon keine 5. aber wenn du schlecht würfelst, stehst du halt da und siehst nichts, weil du nur eine 2 hast. Das Spiel möchte ich haben, indem du deine Einheit so aufstellst, dass du denkst, oh, Malte würfelt bestimmt keine 5 beim Entfahrtswurf. Das habe ich noch nicht erlebt. Das hatte ich jetzt mit Arne und ich wurde hart bestraft. Also ich habe quasi auch schon meine halbe Armee gegen Renegade Raiders verloren, nachdem ich ein bisschen Risiko eingegangen bin. Also die können, ich finde, also Renegade Raider kann einen definitiv richtig hart bestrafen, wenn man denkt, ach, wir wollen es jetzt auch nicht nur hinten einbauen. Und da kommen wir halt, also genau das, was du eben meintest, ne? Die haben irgendwie mehr vom Feld und gar nicht sozusagen, weil sie da stehen, sondern weil der Gegner an mehr Positionen nicht stehen möchte. Genau. Das mag ich. Das unterscheidet tatsächlich die Raiders auch insgesamt von der Spielweise, wie sie die Spiele gewinnen, noch ein bisschen von den anderen CSM oder von manchen der anderen CSM-Detachments. Renegade Raiders gewinnen wirklich darüber über die Board-Control. Cool. Lass uns mal ein bisschen über die Datasheets sprechen. Wir haben schon Predator und Vindicator, glaube ich, genannt. Beides die, ich glaube, auch gar nicht so kontroversen, also sozusagen ziemlich eindeutigen, guten Datasheets, die gut schießen, wurden jetzt sogar noch mal ein bisschen teurer, aber sind immer noch gut. Doch, Vindicator, muss ich kurz was dazu sagen, weil die ersten US-Listen, die rumgegangen sind, halt ohne Vindicator waren. Und ganz viele Leute genau gesagt haben, okay, der Predator, wir spielen Predator und dann spielen wir jetzt viele Warp-Talents und Legionäre und Chosen etc. Und aus meiner Sicht fehlt diesen Renegade Raiders-Listen, fehlt ganz häufig das Anti-Tank, haben häufig keine Möglichkeit. Also dadurch, dass man nicht verlässlich Hit- und Wound-Rerolls hat, hat man halt fast keine Einheit, die wirklich mal irgendwas Hartes angehen kann und es zuverlässig töten kann. Dafür reicht dann der Predator nicht. Deswegen packen wir zu dem Pred auch einen Vindicator. Genau. Hier nochmal in die Nahkampfeinheiten ein. Ich glaube, das ist auch so das Spannendste an den Chaos Space Marines. Was nimmst du damit? Wo sind gerade die Warp-Talents? Die wurden ja jetzt gerade genervt.
Die Bobtails sind sehr, sehr teuer für das, was sie machen. Und sind natürlich immer noch eine fantastische Einheit, einfach weil du hast super starke Sprungtruppen, vier Attacken, wie gesagt, explodierende Sechsen, explodierende Fünfen, je nach Detachment. Stärke 5, AP2, Twin Link, das ist schon alles super stark. Und auch die Regel, die sie bekommen haben, ist abgeschwächt worden. Also sie können nicht mehr beliebig hoch, sondern können jetzt nur noch hoch, nachdem sie eine Einheit tatsächlich getötet haben. Sag mal genau, wie Aber sie das ist funktioniert natürlich. jetzt. Also das ist ja genau eine Kernsache, die man, glaube ich, also sowohl mit als auch gegen Chaos Space jetzt kennen muss. Damit die Warp Talents in der Fight am Ende der Fight-Phase wieder nach oben, also den Deep Strike genommen werden dürfen, müssen sie eine Einheit getötet haben. Sie müssen auch nicht dabei gewesen sein, als eine Einheit getötet wurde, sie müssen eine Einheit selber getötet haben. Und dann darfst du sie, nachdem sie. Darfst du sowohl am Ende deiner Nahkampfphase als auch der gegnerischen die einer komplett wieder vom Feld nehmen und in die Reserve packen? Genau. Und das ist natürlich das, was sie sowieso schon machen wollten. Die wollen Einheiten töten. Daher, sie wollen Einheiten töten, deswegen, dafür benutzt man sie. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wie viele Warp Tendons Raiders brauchen aktuell. Vielleicht braucht man die 10er Einheit, vielleicht braucht man sie am Ende gar nicht. Oder so. Es ist eine starke Sprungtruppeneinheit. Und man sollte sie auf jeden Fall in den eigenen Listen testen und ausprobieren. Es hängt ein bisschen davon ab, in welche Richtung sich das Meta entwickelt. Je MSU-lastiger das Meta ist, desto stärker sind Warp Tendons. Also je mehr kleine Einheiten durch die Gegend laufen, die du einfach mal so mitnehmen kannst und sagen, hey, du bist tot. Genau, richtig. Und ich hatte ein schönes Spiel gegen Tau, bei dem ich halt Packpoint gespielt habe. Und so, das Spiel, also das Spiel ist das beste Beispiel. Ich hatte jetzt schon mehrere Spiele damit einfach, wo du einfach gesehen hast, okay, du kannst diese Warp Talents, und wenn du sie 20 Warp Talents hast, du kannst sie einfach wirklich immer noch benutzen. Gehst rein, tötest kleine Einheiten des Gegners, gehst wieder raus, der Gegner kann nicht mit dir interagieren. Und Gegner, die nicht mit einem interagieren können, das ist einfach das, was man sich wünscht. Ja, du tradest nicht. Du schlägst einfach beim Gegner Stück für Stück Stücke weg. Ohne dass der irgendwas damit machen kann. Ist natürlich kein lustiges Spiel, aber ist ein sehr starkes und ja, ist ein sehr starkes Spiel. Wie sieht's mit anderen Datasheets Also Warp aus? Talents auf jeden Fall dabei. Chosen kosten aktuell 125 Punkte. Zinten also eine Einheit, die man haben ansonsten nichts verloren, haben weiter noch ihr Fallback über uns im Shoot. Ja, immer mit reinnehmen. Chaos Lords sind fast so gut wie eh und je. Haben einen coolen Buff bekommen, dadurch, dass sie jetzt auch eine Power Force tragen dürfen. Das heißt, man läuft jetzt mit einem Chaos Lord, mit Dämonenhammer und Power Faust rum und kann einfach, wenn man keine Hit Rerolls hat, die Power Faust anmachen. Das heißt, man hat nicht mehr die Devastating Wounds des Dämonenhammers, aber man hat ganz häufig die Situation, da brauchte man den Dämonenhammer nicht, um irgendwie die Marines-Einheit des Gegners zu töten. Das heißt, am Ende hat man da urplötzlich dann auch wieder fünf oder sechs Attacken mit AP3 Schaden 2, die aber auf die zwei Treffen deutlich zuverlässiger sind. Das ist eine Zuverlässigkeit, die der Lord dringend brauchte. Von daher, Und richtig gut. in Renegade Richtig guter Buff Raiders wieder. hast du ja sowieso noch häufig eine AP mehr. Oder kannst eine AP mehr kriegen und Genau. dann hast du auch wieder AP3, brauchst du das Devastating Wounds gar nicht. Ja, und wenn du ihn angemacht hast, hast du dann halt einfach irgendwann AP4. Also was weiß ich, du haust halt, kannst halt, angenommen, ich greife so ein Chaos Knight auf eine Marke an oder so, ich hau halt mit der Power Faust zu. Ach so, du Ich brauch meinst die mit Devastating Anmachen, Wounds nicht. seine einmal pro Oh ja, Spielfähigkeit oder Entschuldigung. im Nahkampf Genau. Die, bei der ich bis heute nicht den richtigen Namen gelernt habe, ich nenne es immer Darkest Hour. Es heißt nicht Darkest Hour. Aber ich deklariere das auch bei meinem Gegner immer als Darkest Hour und jeder Gegner versteht mich. Also, wenn er Darkest Hour anmacht, kriegt er halt plus eins, ne, Stärke, AP, Attacke, alles. Und Schaden vor allem. Und dann mit AP4 geht man dann halt auch durch Dreier Rüste einfach so durch. Ist schon gut. Das tut schon gut weh, ja. Ja, ist nett. Chaos Lords immer noch gut. Problem natürlich dabei, sowohl bei Veterans als auch bei Raiders, wir haben keine Wound Rerolls. Ne, die Wound Rerolls sind weg. Das heißt, an sich müssen wir ihn mit Legionären jetzt spielen.
wenn wir ihn da spielen wollen. Denn du möchtest immer, ne, du möchtest immer die Chance haben für Wunderwalls, ansonsten macht er dir nicht genügend Schaden. Gerade auch mit dem Dämonenhammer, den man ja trotzdem immer noch braucht, ganz, ganz häufig, macht er dir ansonsten nicht genügend Schaden. Das heißt, er muss in Legionären laufen. Das ist für mich eine Neuerung. Das hatte ich vorher so ein bisschen. Jetzt ist es häufiger da. Und ich glaube, die einzige Ausnahme ist bei Raiders. Es gibt ein großartiges Enhancement, Dread Reaver, das deinem Lord selber volle Heat und volle Wundrewards gibt, wenn er in 12 Zoll zur gegnerischen Aufstellungszone kämpft. Und wenn du mit deinem Lord nicht irgendwo in der Spielfeldhälfte des Gegners kämpfst, beziehungsweise in der Mitte des Niemandslandes kämpfst, dann hast du sowieso irgendwas falsch gemacht. Also von daher, Chosen mit Red Reaver auf jeden Fall noch eine Option für Raiders. Da ist der Lord immer noch super stark. Oder ist dieser spezifische Lord mit dem Enhancement noch super stark. Ansonsten ihn in Legionäre packen und eine Powerfaust in die Hand drücken. Immer noch fantastisch. Sehr schön. Natürlich dazu irgendwelche Rhinos, wo die Sachen drin sind. Und wenn wir davon jetzt irgendeine Kombination mitnehmen, wird den Spielerinnen und Spielern da draußen auch auffallen, dass man relativ schnell die 2000 Punkte voll hat. Jetzt gibt es noch Datasheets, die wir jetzt noch nicht genannt haben und sozusagen noch einige, die wir natürlich diskutieren könnten. Aber ich will es mal so rum machen. Malte, welches Datasheet würdest du denn gerne spielen? Aber kannst es gerade noch nicht spielen, weil es vielleicht dir zu teuer ist oder die Regeln nicht gut genug sind, aber du es eigentlich voll gerne auf den Tisch bringen würdest? Also an erster Stelle muss man, also wir sind ja noch nicht, wir kommen nochmal zurück zu den Alternativ-Detachments für CSM, ne? Pack's gerne jetzt rein, gerne, ja. Ja, okay. Also wir haben ja noch über Packbound und Kultisten noch gar nicht gesprochen. Und auf Dreadhound sind vielleicht noch eine Bewegung wert, aber egal, wir haben ja auch nur 60 Minuten. Das Entscheidende ist, wir haben eine fairerweise, muss ich sagen. Ich könnte wirklich 6 Stunden über diesen Kodex reden, ohne Probleme. Wir haben das Kultisten-Detachment, wo du halt einfach Cursed Cultists spielen kannst, die absolute Nahkampfmonster sind mit Split Support, wo du den ganzen Tisch zuhauen kannst, die super gut defensiv sind. Ich habe weiterhin nicht genügend Cursed Cultist-Modelle. Und weiß auch nicht, ob ich wirklich Lust habe, CSM als Wasserarmee zu spielen, die über Board Control das Spiel gewinnt. Aber das finde ich auf jeden Fall super interessant. Ist weiterhin so stark, oder nicht so stark, aber das ist schon immer noch so im Kern die Liste, mit der Shima Weltmeister geworden ist. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Dreimal Cursed Cultist haben die GW-Weltmeisterschaft gewonnen. Warum denn jetzt nicht auch noch wieder? Ja, ja, also das ist tatsächlich etwas, worüber man noch nachdenken kann, die einfach auch noch wieder offensiv zu benutzen. Und dann kann man diskutieren, ob man dahinter komplette Board controlen möchte mit nochmal 6 Rogue Traitor Guard und nochmal Kultisten oder ob man dann tatsächlich doch trotzdem den guten CSM-Beschuss noch so ein bisschen reinpackt, aber das ist völlig egal. Ja, bei Cursed Cultists sind auf jeden Fall super interessant. Bei den guten Strategies, gerade für Raiders, haben wir Rubrics noch nicht genannt. Die kann ich aber aktuell spielen, die sind einfach wieder weiterhin fantastisch gut. Ich immer im CSM-Kodex. Ja, Rubik Marines von den Thousand Suns, die halt volle Wundrewards bekommen, wenn sie auf dem Marker irgendwas abflamen, das ist ihre Datasheet-Ability. Und kombiniert sich natürlich hervorragend mit dem plus 1 AP der Raiders und auch dem Assault der Raiders. Also Rubrics sind halt, also Renegade Raiders haben die besseren Rubrics als Thousand Suns. Ja. Tragischerweise darf ich nicht die Feuerungsanz-Charaktere mitnehmen, sonst. Entschuldigung, bitte, ja. Also jetzt mal gut hier. Eine Einheit, bei der ich ein bisschen traurig bin, weil sie einfach wieder zu teuer gepunktet ist, ist Obliterators. Eine der wenigen Möglichkeiten für CSM, indirektes Feuer zu bekommen. Chaos Basements ist es auch völlig egal. Wenn sie nur auf die 4 mit ihrem indirekten Feuer treffen, wenn sie volle Hit-Rerolls dabei haben, ist das alles gar nicht so schlimm bei explodierenden 5 oder 6. Obliterators und Raiders sind super interessant, weil sie natürlich dann noch wieder Assault bekommen könnten. Das heißt, auch nach dem Landen eine bessere Option wären, weil ihre geringes Movement einfach durch das Advancen ausgeglichen wird. Aber 170 Punkte ist doch ein Ticken zu viel dafür. Meine Hoffnung ist, vielleicht wären sie noch mal günstiger. Dann kann man Obliterators nämlich auch sofort wieder spielen. Interessant. Sozusagen mehr Beschuss oder mehr Nahkampf, aber ein bisschen anderer Nahkampf, der nicht aus dem Rhino rausgesprungen kommt, sondern
auf dem Tisch steht und richtig viele Modelle hinstellt, die können die sich noch wiederbeleben, die Accursed Cultist? Also Nein, das haben sie rausgenommen. Du hast eine Möglichkeit für ein Enhancement in dem Cultisten Detachment, das dir erlaubt, W3 Modelle wiederzubringen. Theoretisch kannst du ja sogar Accursed Cultist in Raiders spielen, oder? Also, die sind dann, die haben dann AP mehr, oder? Nee, haben sie nicht, weil ich glaube, jedes Detachment sagt doch immer, dieser Bonus oder teilweise sogar dieses Stratagem gilt nicht für die Damned Units, also für die Verdammten, was quasi die ganzen Kultisten-Varianten sind. Ja, gibt es ganz häufig die Einschränkungen. Mm, ja, ja, okay. Genau, nein, also das wäre, also das ist eigentlich mein Traum. Na, Obliterator ist noch ein bisschen gedacht, dann hast du indirekten Beschuss von den Obliterators, was überlebt, wird von den Warp Talents getötet. Und ich muss gar nicht mehr mit Gegnern interagieren. Das wäre schön. So. Das sind deine Träume, Malte. Ich lasse mal den Verräter da schön sein, im Warp schmurren und davon träumen, wie eigentlich das bessere Imperium aussieht. Wie sieht es denn jetzt aus? Also ich meine, du hast jetzt sozusagen noch sehr viel Erfahrung zuletzt mit den Chaos Space Marines in Leviathan Season gesammelt. Aber wir versuchen das mal zu übertragen, wie sich das auch in Nexus und dem Meta, was wir natürlich jetzt noch nicht wirklich überblicken können, aussieht. Wie würdest du sagen, gewinnen die Chaos Space Marines aktuell das Spiel? Was ist die? Was ist so ein bisschen der Fahrplan? Das ist ein bisschen problematisch tatsächlich. Und es ist wirklich so ein richtiges, dass ich hier jetzt mal losleihen lassen muss. CSM sind sehr schlecht darin, Secondaries zu spielen. Ihre Einheiten sind teuer, ihre Einheiten sind nicht widerstandsfähig, sie haben keine Wegwerfeinheiten oder Einheiten, die mal stabil irgendwo stehen und nur einen Deep Strike Bubble haben oder ähnliches oder nicht beschossen werden können. Oder die Einheiten, die sie haben, dafür sind zu teuer. Das heißt, am Ende hat man schon in Leviathan das Ganze durch die Mondalliierte ausgeglichen. Und zwar insbesondere durch Nörglings. Jetzt sind wir aber ja im Paria-Nexus und OC0-Einheiten dürfen ja keine Aktionen mehr machen. Das heißt, die Einheit, die viele CSM-Spieler da genommen haben, schon für ihre Secondaries, schon um irgendwo zu stehen, sind einfach raus. Und das sorgt bei mir ein bisschen dafür, dass ich der Überzeugung bin, dass CSM jetzt ihre Spiele über die Primärpunkte endgültig gewinnen müssen. Das ist ein Spielstil, den ich vorher schon mehrfach in Leviathan ausprobiert habe. Dadurch, dass man einfach die Materialschlacht gewinnt, mehr vom Gegner tötet, den Tisch kontrolliert und darüber mehr Punkte sammelt und einfach versucht, nebenbei so viele Secondary-Punkte zu scoren, wie irgendwie möglich in einem Killspiel. Also ein bisschen Tactical spielen, eine Karte ziehen, mal einen Punkt, mal einen CP dafür kriegen, mal ist die Karte gut, mal nicht. Aber hauptsächlich die Gegner töten, wo CSM ja definitiv nicht schlecht dran ist. Und am besten die Sachen, auch die auf dem Marker stehen, töten. Wenn du dann Renegade spielst, ist das Töten ja da sogar noch einfacher. Und dann kriegt der Gegner auch keine Punkte für den Marker. Genau, richtig. Und gerade, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dadurch, dass Abaddon nicht mehr funktioniert, gibt es keine Möglichkeit mehr für CSM irgendwie CP zu generieren, ohne direkten Kontakt mit dem Gegner zu sein. Also Abaddon ist ja genervt worden, darf keine CP mehr außerhalb von Sichtlinien zu gegnerischen Einheiten generieren. Wenn Abaddon aber CP in Sichtlinie zu gegnerischen Einheiten generiert, ist eh schon was falsch gelaufen im Spiel, denn dann kann Abaddon getötet werden und er stirbt immer noch super leicht. Das bedeutet tatsächlich einfach, man muss taktisch spielen. Also gerade mit Renegade Raiders, aber auch mit Veterans, auch mit Dark Packbound, man muss tatsächlich jetzt auf jeden Fall taktisch spielen, weil man diesen CP braucht. Okay, dann weniger, halt weniger Sekundärpunkte, aber das ist, also mir geht es gerade auch so, aber mein Eindruck von Chaos Space Marines ist natürlich auch, die sind sehr stark darin, den Gegner zu töten, wenn man nicht aufpasst. Jetzt hast du zuletzt ein GT und einen Major gespielt mit verschiedenen Attachments. Wie verlieren denn Chaos Space Marines? Also dadurch, dass sie dann zu wenig Secondary-Punkte machen, oder? Nein.
Chaos Marines verlieren dann dadurch, dass sie die Materialschlacht verlieren. Also sie verlieren dadurch, dass sie auf einen Gegner stoßen, der tatsächlich in der Lage ist, sie schneller zu töten als sie ihn. Das heißt, die zwei Spiele, die ich jetzt, also es war jetzt ja noch Leviathan, ne, aber die ich dann mit diesem Kodex hatte, die irgendwie bedrohlich waren, war gegen Death Guard, wo es dann halt die halt mit drei PBC gespielt haben, in direktem Beschuss mit Mortarion, das ist jetzt weggefallen im Nexus. Und die waren halt sehr gut darin, dann zum Beispiel Warp Talents zu erschießen, die einfach da rumstanden. Wenig Klar. überraschend. Und gegen GSC, die halt sehr viel Schaden machen von außerhalb und die gesamte Armee zerschießen können. Und da wurde das Spiel, glaube ich, dann am Ende von den Warp Talents gerettet. Also das war so diese GT und Nature-Erfahrung. Das war ja, GT habe ich ja noch gewonnen am Ende. Aber gegen die Death Guard habe ich dann tatsächlich verloren. Weil die haben indirektes Feuer, das Anti-Space Marine Modelle ist, Ja, ne? genau. Richtig. Vor allem Anti-Marine-Körper, sagen wir immer. Also der 3 plus Rüster mit den 2 Leben ist halt ein Profil, für das seltsamerweise unzählige Waffen in diesem Spiel ausgerichtet sind. Stimmt, Um genau das ideal zu töten. der Basilisk, bei dem man so sagt, ach, nur Stärke 8 minus 2, 2 Schaden, ist irgendwie nicht so gut. Ja. Ach cool, da ist ja ein Space Marine, lass doch mal auf den schießen. Ja. In Nexus haben wir natürlich einen indirekten Nerf, also indirekte Waffen treffen jetzt maximal immer nur auf die 4, ganz egal, wie viel Plus, Minus und sonstiges ganz egal, wie viel Plus dazu kommt und ob auch die ballistische Fähigkeit irgendwie nochmal modifiziert wird oder so. Das heißt, du hast schon mal weniger Astra, du hast gerade schon gesagt, die Kombination der Plagueborg-Scrawler von den Death Guard fliegen ein bisschen raus. Also, indirektes Feuer wird weniger in der Hinsicht, wobei es vielleicht auch durch andere Sachen wieder reinkommt. Da kommen wir gleich, wenn wir uns das Meta anschauen, sicher zu. Ich versuche nur gerade nochmal, also wenn der Gegner, so sag ich mal quasi, wenn der Gegner zuerst schießen kann, also weil indirekt schießt ja auch zuerst, weil du Ja, siehst ihn ja genau. nicht. Schießt sogar schneller, als meine Warp-Talents dann laufen können am Ende. Stimmt, ja, 48 oder 36, keine Ahnung. Genau. Also das heißt doch eigentlich auch, dass der Chaos Space Marines muss sich auch verstecken, ne? Richtig. Der muss sich erstmal verstecken, weil wenn der sich, also wir haben jetzt von viel von auch so Panzern geredet, also ist jetzt keine Iron Storm Liste von den Space Marines, die ja natürlich auch ein bisschen genervt wurde, die sagt, ich habe hier 10 Panzer, die stelle ich jetzt alle on the line und dann geht's los. Das würde ich natürlich niemals. frag mich, warum mein letztes Spiel gegen Tyranniden so knapp war. Weil du dachtest, ach, der hat ja nur Stärke 8 und plötzlich sind da noch deine Panzer let's drin. go. Let's go. So oder so, nein, du hast die Geschwindigkeit vor allem, um deine Panzer auch defensiv aufzustellen, dass sie trotzdem schnell ins Spiel eingreifen können. Das sollte man dann auch tatsächlich ausnutzen. Wenn man nicht vielleicht das letzte Spiel des Turniers spielt und schnell mit das Spiel beenden möchte, um noch Fußball zu gucken. aber abgesehen davon, Deutschland, Schweiz, aber abgesehen davon, ja. Also diese Geschwindigkeit ausnutzen, viel verstecken. Gerade Warp Talents haben irres Offensivpotenzial, aber sind natürlich, wie wir es gerade besprochen haben, null widerstandsfähig. Null würde ich jetzt nicht sagen, aber für 270 Punkte. Doch, es ist als alles in diesem Spiel tötet halt Warp Talents ohne Ende. Sie haben keinen Reroll auf ihrem Dark Pact, das heißt, du verlierst auch im Laufe des Spiels schon von selber welche. Dann explodiert noch irgendwo irgendwas. Also Die armen Wobteln, ich meine jedem hinterher. nein, aber es ist einfach, und sie verlieren halt, je schneller diese Einheit runtergeht, desto schneller willst sie halt so lange wie möglich auf diesen 10 behalten. Weil sie haben nur, und gerade außerhalb von Packbound, sie haben nur genügend Schlagkraft, um Gegner, Einheiten des Gegners zuverlässig zu töten, wenn du sie lange genug bei 10 hältst. Ja, das stimmt Das heißt, natürlich. selbst wenn der Gegner nicht die Chance hat, sie zu töten, sondern nur sie so ein bisschen runterzubringen, auf sagen wir mal 6 Modelle oder so, Ja. dann bist du urplötzlich in einem Hochrisikobereich, wo es relativ einfach ist für den Gegner zu sagen, okay,
Was ich jetzt mache, ist, ich Rapid Ingressor jetzt hier und interveniere heroisch. Zack, du hast keine Möglichkeit mehr, genügend Schaden zu haben, um die eine zu töten, die du sowieso töten willst, und die eine, die ich versuche damit zu beschützen. Und dann bleibst du da hängen und hast gerade 270 Punkte abgegeben. Und wahrscheinlich eine gute Spielsituation. Weil am Ende hast du halt auch einen 27-Punkte-Modell. Und das heißt, der eine verpatzte Dark-Pact-Wurf, da verlierst du direkt 27 Punkte und die eine Explosion und die eine doch noch dabei, die eine indirekte Waffe beim Gegner doch noch, die dir einen rausschießt oder zwei, sind dann nochmal ganz schnell über 50 Punkte. Und dann hast du noch, dass die Einheit nicht mehr genug Schaden macht und dann kannst du sie gar nicht mehr einsetzen, weil sie nicht mehr wegkommt. Also fairerweise, ja, genau, richtig. Ja. Dann wird sie halt in Anführungszeichen, also es ist dann immer noch ein Sechser-Trupp Sprungtruppen, der Armor auf Content bekommen kann und der cool Offensivsachen bekommen kann. Schlimm ist es dann am Ende immer noch nicht, ne? Ja, um das mal klarzustellen. Also die Bobtails brauchen nicht ihr nach oben gehen. Ich habe genügend Spiele mit den Bobtails jetzt gehabt, wo sie das im ganzen Spiel nicht einmal gemacht haben. Hm. Häufig willst du ja auch den Marker dann anschließend halten, den du eroberst. Ja, aber ich finde das einen super guten Punkt hier mit dem, du hast gesagt, wir müssen unsere Geschwindigkeit ausnutzen. Und im Umkehrschluss heißt das ja sogar auch, wenn jetzt, also für alle da draußen, die jetzt zum Beispiel sagen, ach cool, ich würde voll gerne mal andere Detachments austesten. Oder wir haben ja eben kurz mal über dieses Kultisten-Detachment angerissen. Ja, der Predator in dem Kultisten-Detachment schießt, wenn er auf ein Ziel, was nicht auf dem Marker steht, genauso gut wie das wie der Renegade Raiders Predator. Richtig. Aber der musste sich quasi... Der konnte sich nicht so gut verstecken, weil er nicht mit dem Advance wieder rausgekommen ist. Ja. Finde ich sehr interessant. Ja, sehr cool. Ich hoffe, wir konnten sozusagen beiden Seiten einige Tipps damit geben, wie man mit und gegen Chaos Space Marines spielt. Wir können das auch noch ein bisschen jetzt mehr vertiefen, indem wir uns diese Fraktion im Meta anschauen. Kleiner Disclaimer für euch da draußen. Natürlich, wir finden uns jetzt gerade ganz am Anfang der Paria Nexus Season. Die Punkte, das komplette Core Rules Update und die Datasheet Änderung sind nicht mal eine Woche alt, wo wir jetzt das jetzt hier aufnehmen. Deswegen ist natürlich noch nicht so klar, wie das Meta überhaupt aussieht. Es gab quasi noch überhaupt kein Turnier in Deutschland, was die neuen Regeln hatte. Deswegen schwimmen wir ein bisschen, aber wir werden, glaube ich, trotzdem ganz gut vorankommen. Also, ich frag dich einfach mal so ein paar Sachen ab und du sagst mir, ob du dagegen gut oder schlecht bist und was du davon hältst, ja? Ja, mit welcher Liste jetzt? Wir haben noch nicht über Packbound gesprochen, die spielt sich deutlich anders zu im Vergleich zu den Raiders-Listen. Stimmt. Bleiben wir bei den Raiders? Ja, wie kriegen wir jetzt hier noch die Packbound rein? Was findest du denn gut an Packbound? Was macht denn Packbound? Das ist das Index-Detachment. Das ist das Index-Detachment, das stark genervt wurde, dadurch, dass es nicht mehr den CP hat, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mit Abaddon. Mhm. Ein bisschen Zuverlässigkeit damit verloren hat, auch andere Nerfs bekommen hat, die aber nicht so relevant sind. Aber sie haben immer noch das gute Advance und Charge. Und das bedeutet also, du zahlst den CP, nachdem du weißt, wie weit sich deine Einheit bewegt. Und ob es sich überhaupt lohnt, aggressiv auf den Gegner vorzugehen. Das heißt, das ist eigentlich das Warp-Talent-Detachment. Hier kannst du Slanisch Warp-Talent spielen und sagst halt, okay, wenn ich eine Map habe, auf der ich stagen kann, auch mit beiden Einheiten Warp-Talents, ich muss mich nicht zeigen mit meinem CSM, sondern ich habe genügend Schaden, weil sie Slanisch Warp-Talents sind, weil sie explodierende Fünfen im Nahkampf haben, um komplett indirekt zu spielen. Und du bist im Prinzip zur imperialen Armee. Aber wenn der Gegner versucht, dich zu pushen, dann bist du halt CSM und sagst halt, okay, du möchtest jetzt also pushen auf Abaddon und Lords mit Chosen. Das ist okay, das seid ihr freigestellt. Komm bitte her. Mhm. Viel Spaß mit der Shotgun in deinem Gesicht. Also das ist dann aus meiner Sicht das Detachment, das wirklich für die Warp-Tenants vorgesehen und gedacht ist. Weil die da ich sehr, sehr stark, gefällt mir auch. Und auch im verlässlichsten. Ja, weil es mit Abstand am meisten, genau, und dafür auch sorgt, dass du die Warp-Tenants verlässlich zum Gegner bringen kannst. Und das macht ganz viele Matchups irrsinnig einfach. Also es ist irrsinnig, ja, von daher indirekte Spielweise, hat dann den Nachteil, dass man viele Punkte für Warp-Talents ausgeben muss. Wenig überraschend, heftiger Nachteil, aber
Ansonsten stark als Attachment zu empfehlen, auch wieder. Okay. Außerdem hast du natürlich auch noch das Nurgle-Steuergem, womit du auf 18 Zoll nicht beschossen werden kannst, auf deinen Fahrzeugen. Wenn du die genau. Anhalt auch das ist auch, also auch das ist natürlich eine relativ einfache Möglichkeit. Der Vindicator hat halt eine Reichweite, die Reichweite dafür. Aber effektiv heißt es, du kannst einen Nurgle Predator nach draußen ziehen, ins Offene stellen, denn du kennst die Bedrohungsreichweite des Gegners. Der kann frei auf Panzer oder Einheiten des Gegners schießen und die zwei Warthogs gehen auch mal rein und hauen zu. Und dann haben wir das auch das ausgeglichen, was wir eben meinten, dass unsere Einheiten relativ verletzlich sind und statt uns sozusagen zu verstecken und dann schnell mit dem Advance und Shoot vom Renegade Raiders rauszukommen, können wir quasi eine Einheit, ein Beschussfahrzeug schon direkt weiter vorne hinstellen und dann da dann die Sichtlinien und Reichweiten hinkriegen. So, Malte, jetzt schauen wir uns aber das Meta wirklich an. Jetzt haben wir ungefähr hingelegt, was wir so für Detachment spielen könnten. Wir können so ein bisschen hin und her schwingen, was wir jetzt da besser finden für die unterschiedlichen Gegner, aber auch nicht so viel, weil wir haben nur noch 10 Minuten, Malte. Sag mir doch mal, wenn du dir vorstellst, du würdest gegen eine Massearmee spielen, zuletzt hat man natürlich die Green Tide der Orks sehr stark auf Turnieren auftrumpfen sehen, aber auch die GC, die können jetzt noch viel mehr Modelle hinstellen, die sind vielleicht ein bisschen tödlicher geworden, aber es sind noch mehr Modelle. Wie fühlst du dich mit Chaos Basements gegen so Massearmeen? Ja, sehr gut. Also sehr gut. Gerade wenn ich überhaupt Tennis dabei habe, ist das tatsächlich am Ende relativ unproblematisch. Weil du haust halt, weil ich so viel Schaden mache, ja. Du kriegst CSM nicht gestatcheckt. Also das funktioniert halt einfach nicht. Dafür haben sie einfach zu viel Schaden. Das sind für mich die Traumduelle. Der Gegner stellt mir halt einfach 200 Modelle vor den Tisch und sagt, ha, kannst du so viele so töten? Was? Wo sind meine Modelle? Ja, wunderbar. Okay, dann gehen wir doch mal zu ganz großen Modellen. Sagen wir, der Gegner stellt dir ganz große Modelle hin. Imperial Knights wurden in dem letzten Update verstärkt, können jetzt durch große Wände laufen, sind ein bisschen billiger geworden. Imperial Knights, Chaos Knights, was sagst du dazu? Also ich habe schon mal einen großen Imperial Knight im Overwatch getötet. Autsch, mit deinem Vindicator. Ja, natürlich mit dem Vindicator. Ja. Er war auch nicht mehr bei 100%. Fairerweise. Ja, ja. Also, nein. CSM ist ein bisschen davon abhängig, was man dabei hat. Deswegen sage ich halt, ne, jede gute CSM-Liste sollte Vindicator drin haben. Die Vindicator sind selber aber immer noch eine fantastische Waffe gegen sowohl große als auch kleine Knights. Und auch die Chaos Lords sind immer noch in der Lage, vielleicht nicht zuverlässig mehr komplett einen Chaos Knight zu töten, aber mit der Einheit zusammen und irgendeinem weiteren kleinen Schaden vorher zuverlässig einen kleinen Knight zu töten oder auch bei einem großen Knight Schaden zu machen. Also eigentlich reicht Granate und eine Chaos Lord Einheit, um zuverlässig irgendwo einen kleinen Knight zu töten. Und oder der, wir hatten vorhin als Schwachstelle gemacht, der Gegner schießt zuerst. Auch wenn die durch Wände laufen können, ist es natürlich für den Imperial Knight und den Chaos Knight immer schwierig, gegen dich den Erstschlag zu kriegen. Ne? Also CSM, und das sollten wir, glaube ich, immer mal festhalten, sollte keinen einzigen Marienkörper haben, der außerhalb eines Rhinos herumläuft und kein Warp-Tenant ist. Vielleicht noch aber damit Chosen. So, aber das heißt einfach, ja, die Chaos Knights können durch Wände laufen und dann können sie das Rhino erschlagen. Cool. Okay, also die großen Knights zuerst rausnehmen, beziehungsweise da zuerst den Schaden anbringen und dann ist sozusagen ja, die Materialschlacht komplett im Laufenden. Ne? Ja, würde ich auch so sehen, denke ich. Also die großen Knights, keine Ahnung, bist mein Knight-Experte, erschieße ich die großen Knights zuerst? Ja, ne? Eigentlich schon. Wenn ich das richtig mache, schießt du nicht auf die. Ja, habe ich mir gedacht. Genau. Das ist genau eine der Sachen, die, wenn wir jetzt den Imperial Knight Podcast demnächst machen, dann können wir gerne darüber reden, wie man die großen Knights spielt. Aber ja, wenn das heißt, wir müssen, kriegst, das heißt, wir zwei müssen nochmal spielen. Knights gegen CSM, gegen neue CSM haben wir noch nicht. Gerne. Kommt auf die Liste. Was soll ich jetzt gerade sagen? Achso, was natürlich eine Sache ist, dass die Toughness 10 eventuell dann doch irgendwann schwierig wird, ne? Warp 10 ist nur Stärke 5. Das ist irgendwie das stimmt. Immer nur Stärke 9. Da sind die sehr viel, viel effizienter gegen. Ja.
Aber ich würde auch sagen, ne, wenn, also du schießt zuerst und du hast viel Schaden, das heißt, du müsstest eigentlich oft wenn der Knight denkt, kann das einfach tanken, das umgehen können. Mhm. Ich finde es auch unangenehm, gegen Warp-Tanks zu spielen, weil die eben zuerst zuschlagen. Ja, und fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, ja, also die 10-Einheit Warp-Tanks alleine tötet keinen kleinen Knight. Mhm. Aber einen angekratzten Knight, der gar nicht mal so sehr angekratzt sein muss, den tötet sie schon. Genau, richtig. Ja. So. Jedes okay. Mal, wenn, und angenommen, du stehst, was du auch mit deinen Klausel als machst, auf dem Marker und wir reden wieder über Renegade Raiders, dann reden die auch schon wieder über AP3 Warp-Tanks. Das ist dann ein Sexus. Ne? Also ist, man kann schon, man kommt auch durch die kleinen Chaos Knights. Also ja, du hast recht, Warp-Tanks kein gutes Mittel gegen Chaos Knights, aber schlecht sind sie am Ende auch nicht. Ich würde so übrigens hier sagen, Packbound besser als Renegade Knights, weil Renegade Knights ist zwar nett, im Nahkampf den AP zu haben. Knights haben eigentlich im Nahkampf immer, außer auf diesen Fortschritt-Dingern, keinen Retter. Aber es ist viel besser, sozusagen das Lethal Hits zu haben oder die ganz vielen Treffer. Ja, also nicht viele können natürlich beide haben, aber ja, die explodierenden Fünfen sind halt. Ja, ja, genau. Sind halt göttlich. Also, das ist natürlich juicy. Explodierende Fünfen mit Hit Rolls sind einfach das Beste auf der ganzen Welt. Mhm. Gehen wir mal in so eine sozusagen gemischtere Variante. Wie sieht es denn aus mit Marine Buddies, andere Marines, Death Guard, andere Verräter, die ein bisschen Fahrzeuge haben, ein bisschen Fight First Plague Marines? Fight First, Plague Marines, World Eaters. Tatsächlich finde ich gerade alle drei anderen Chaos-Matchups für CSM gar nicht mal so gut. Also Death Guard, ne, der indirekte Schaden ist raus, das ist gut. Fight First kann man ganz häufig umgehen oder wenn der Gegner Fehler macht, da relativ leicht auch Fight First Einheiten wegnehmen. Also, aber ist halt trotzdem auf jeden Fall nervig. Der Schaden der Death Guard ist auch richtig gut. Hohes AP, der bringt die Arme auf Contempt am Ende dann meistens auch nicht mehr viel Schaden, was da rumkommt. Also Death Guard, finde ich, ist immer ein sehr, sehr schlechtes Matchup, schon aus Indexzeiten für CSM oder zumindest für meine CSM. Mhm. Thousand Suns ist immer noch eine Katastrophe für CSM. Ja, man muss halt versuchen, wenn du die Spiele halt nur dadurch gewinnst, dass du halt richtig pushen musst, dann freut sich am Ende auch der Thousand Suns darüber. Also der will ja, der weiß ja sowieso, du musst ja immer gegen Thousand Suns pushen, der weiß also auch ganz genau, was er macht. Und Royalty, das ist natürlich super stark. Also wenn du wirklich nicht genügend Rhinos hast, nicht genügend Screens hast, und das ist bei CSM gerade nach den Punkten-Nerfs, die sie bekommen haben, am Anfang von Paria Nexus auf jeden Fall der Fall, ganz viele CSM-Listen haben nicht ansatzweise genügend Screens, um irgendwie die World Eaters nebenbei zu stoppen, dann ist es halt auch gegen World Eaters super, super stark. Der läuft halt einfach über dich rüber und freut sich. Also weil alle drei anderen Chaos-Fraktionen. Also weil, also Death Guard habe ich verstanden, die haben Fight First, die Thousand Suns, die schießen indirekt, die schießen immer zuerst. Und die haben natürlich. Weil der World Eater den Alpha Strike gegen dich hat. Weil der so fix ist. Der World Eater ist schneller als du. Ja, der World Eater ist einfach schneller als du. Und dann haut er auf deine Einheiten ein, die teuer sind, aber nicht viel aushalten. Ah, und dann deine Warp Tanks müssten auch quasi in der hintersten Ecke deiner Aufstellungszone stehen, wenn der anfängt zu scouten. Ja, das auch. Richtig. Ja, klar. Okay, verstehe. Und dann hat er natürlich nicht komplett, ich glaube nur auf die 4+, aber trotzdem Fight on Death ist auch eine Sache, die ist auch nervig, ja, ganz genau. Ja. So, und tatsächlich so eine Warp Talent Einheit, die in Exalted reingeht, wenn sie schon so ein bisschen angeschlagen ist, ne, die macht dann auch nicht mehr so super viel. So, vor allem wenn er Feel and Pain oben hat. Also das alles, World Eaters hartes Matchup, Death Guard hartes Matchup, Thousand Suns hartes Matchup. Also tatsächlich, CSM gegen Space Marines sehe ich sie noch besser. Gegen manche der Space Marine Varianten, wir müssen auch da wieder differenzieren, aber gegen die Chaos Cousins oder gegen die Chaos Brüder gar nicht mal so gut. Wie sieht's mit einer ganz neuen Armee im Meta aus? Sisters. Die haben so verrückt gewordene, richtig schnelle Repentia, die zwar nichts aushalten, aber ultra viel Schaden machen. Die haben tatsächlich auch irgendwie indirektes Feuer. Die haben so Morgenwahl mit so Paragon Warsuits, die komplett ausrasten können, aber auch nicht so schnell sind, weil sie Fahrzeuge sind.
Mit den Resten, die nicht immer noch, also theoretisch. Marvin Dahl mit den Paragons hat. Die sollten, glaube ich, am Feld starten inzwischen. Sollten die so am Feld, okay, passt. Habe ich ein kleines bisschen gegen schon gespielt. Waren schwere Spiele, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht mit den Punkten dagegen gespielt. Also wir haben ja beide Punkte bekommen, also es bleibt gleich am Ende. Es hängt davon ab, wie viele Warp-Talents du dabei hast einfach. Also mit 20 Warp-Talents muss schon sehr viel schief laufen, dass du dieses Spiel verlierst. Sisters sind immer noch MSU-lastig, auch mit den Penitents. Von daher gegen das Penitent Detachment eindeutig ein schwächeres Matchup, gegen die anderen eigentlich relativ unproblematisch. Weil du sagst, die Warp-Talents können mal hingehen, die töten die Einheiten, also diese Einheiten halten nicht viel aus. Genau, richtig. Diese Einheiten halten auch nicht ausreichend aus, du kannst einfach reingehen mit den Warp-Talents, tötest genug, auch was weiß ich, der Sister hat auch ganz häufig, also was ich beim Sister, das ist ja auch manchmal so, dass so kleine Einheiten, die plötzlich überraschend widerstandsfähig sind. Ja. Dann 5 Sisters mit einem Dreierrüster auf einem Marker, wo plötzlich liegt dann nochmal ein Miracle Dice oder manche, die hat dann 2 Miracle Dice und die überleben das alles gegen eine Einheit, die sie eigentlich im Schuss tötet. Das hast du halt bei CSMs aktuell, bei CSM halt überhaupt nicht. Der Predator legt halt an mit Renegade Raiders und bevor ich die Autocannon und die Laserkanonen würfle, hat der Havoc Launcher mit seinem AP2 sie schon getötet. Okay. Stimmt, du bist also, ich glaube, es ist ein richtig blutiges Matchup. Das ist ein richtig blutiges Matchup, aber ich sehe den Vorteil ganz klar tatsächlich bei CSM, außer wir reden wieder über Penitent. Dann ist es schwieriger, dann haben wir wieder Fight und Death, und dann wird's hart. Also das Meta, wie gesagt, ich habe ja eben extra einen Disclaimer gemacht, hat sich noch nicht gesettet. Ich glaube ja auch, dass 3 Exorzisten eigentlich in die Sister-Armee gehören und das ist natürlich auch wieder nervig für dich, wenn der dann anfängt, seine Warp-Talents zu dezimieren. Also dagegen habe ich gespielt schon. Dagegen habe ich schon gespielt und das ohne indirekten Nerf. Ah, okay. Und? Ja, hat gereicht. Okay. Mit 20 Warp-Talents auf dem Tisch gestartet. Also, und Sisters, die anfangen. Also, ne, es, Achso, weil die ich Exorzisten. Meine, der Punkt ist natürlich, du brauchst nicht 10 Warp-Talents, um eine Sister-Einer zu töten. Ne? Das ist natürlich wieder eine gute Sache. Richtig. Deswegen. Und, ja, okay. Also, Exorzisten stark, Exorzisten hart. Aber wir werden sehen, ob wir überhaupt die Exorzisten. Also, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt wirklich die Exorzisten-Listen nach dem indirekten Nerf noch wirklich in den Sisters sehen. Wenn du sagst, ja, ich glaube dir mal, du hast mehr Ahnung von Sisters. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, das CSM-Matchup gegen Sisters ist okay. Ist nicht das Matchup, wo du irgendwie komplett drüber läufst, aber an sich solltest du einen kleinen Vorteil haben. Ja, ich meine, also wenn du also in dem einen Detachment Lone-Up, in dem anderen Detachment sozusagen wieder wegrennen, in wieder einen Transporter einsteigen und solche Sachen, also da kannst du natürlich. Was wir nicht benutzen. Was wir ja vorhin klargestellt haben, dass das nur ein theoretisches Szenario ist, dass es effektiv fast nie passieren kann. Ja, aber das hätte einen Plan und wieder Transporter reinsteigt. Nicht unbedingt die Schadenssachen. Vielleicht hast du dann dafür die CP übrig. Welche Schadenssachen? Du benutzt es für deine wenigen Defensivsachen, die du hast. Also gegen Panzer brauchst du keine Defensivsachen, weil die so viel Schaden machen, du bist eh tot. Ja gut, das ist fair. Ja gut, also das. Das müssen wir nochmal, also wie gesagt, schauen wir mal, wie genau das, also wie sich das Meta ausbildet. Da sind noch ganz viel spannende Matchups drin. Ich habe jetzt eine Menge über Chaos Space Marines gelernt. Vielen Dank, Malte. Du, Kari, lass mich kurz noch einmal noch über die Szene beenden. Die paar Sekunden haben wir noch. Du, Kari, finde ich super hart. Super, super schwer. Gerade mit dem 3-Archon-Bild ohne Möglichkeit irgendwie zu erupten. Also für mich so ein bisschen sogar World Eaters. Sobald deine paar Raiders, und man spielt halt nicht so, sobald deine paar Rhinos auf sind bei CSM, wird es halt ganz, ganz schwer, irgendwas gegen Dukari zu machen. Und Eldari sind so gut wie und je gegen CSM. Also Haywire ist halt in der Lage, du spielst richtig gute Panzer, aber die haben auch nicht so viel Leben, die haben halt alle immer irgendwie nur 11 Leben. Da liegt halt die eine Skyweaver, einer klickt schon mal an und kann dann halt schon mal allein im Alleingang einen Panzer töten und so. Ja. Also ich glaube, CSM haben schon richtig viele starke Matchups, aber haben auch
genügend Matchups in der Meta, die sehr, sehr schwer sind. Okay. Vielen, vielen Dank, Malte, dafür. Liebe Zuhörenden da draußen, wenn ihr mehr über CSM, also wenn ihr mehr über das kommende Meta, fange ich mal so an, wenn ihr mehr über das kommende Meta lernen wollt, dann schaltet auf jeden Fall jeden der kommenden Montage ein, wo Malte und ich uns das deutsche Turniermeta anschauen und dann euch sicher sowohl CSM-Listen auf Turnieren zeigen können, als auch wahrscheinlich Sister-Listen oder andere Sachen, die dann da oben kommen. Und wenn ihr euch intensiver mit Chaos Space Marines beschäftigen wollt, könnt ihr gerne ein Coaching bei Malte buchen und der begleitet euch bei eurem Weg mit den Chaos Space Marines. Ganz egal, ob ihr noch einmal relativ frisch in der Turnierszene seid oder schon länger TSM spielt oder eine andere Fraktion und jetzt nochmal richtig durchstarten wollt. Geht dafür gerne auf die Webseite von uns www.breakingheads.de/coaching, schreibt uns eine Coaching-Anfrage und dann kriegt ihr ganz schnell eine Antwort von uns und ich sorge dafür, dass ihr genau wisst, was wir mit euch machen und wie das dann Ganze abläuft. Ansonsten ist die Zeit jetzt auch vorbei, Malte. Wir können nicht weiter über die vielen interessanten Dinge der Chaos Space Marines reden. Das Gefühl haben wir gerade angefangen. Das ist also. Ja, der Codex gibt eine Menge her. Das ist doch sehr schön. Freut mich auch für alle Chaoten da draußen. Ich habe noch nicht mal über Dread Tenants gesprochen. Na gut. Ich habe ja, okay. Wir müssen jetzt aufhören. Die 60 Minuten müssen eingehalten werden. Lieber Malte, danke, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Ihr da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Danke dir, Fred. Und bis zum nächsten Breaking Heads Podcast oder bis zum nächsten Montagsstream. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.